Hallo liebe Fisch- und Fangleser, mein Name ist Markus Wechsler vom Quantum Raubfisch-Team. Ich gehe heute ein bisschen fremd, nämlich ich möchte heute mit euch Karpfen angeln. Und zwar mit der Fiederrute an einem kleinen Fluss in Oberbayern, das ist die Altmühl. Wir haben jetzt Mitte Oktober, aber gerade um diese Jahreszeit kann man wirklich exzellent Karpfen angeln. Ganz kurz zum Gerät. Ich fische hier 3 Meter, 3,30 Meter Fiederruten, 50 bis 60 Gramm Wurfgewicht. Kleine 20er Stationärrollen, bespult mit einer 28er Mono, hat ungefähr 8,5 Kilo. Jetzt werdet ihr sagen, ja, wo ist das Futterkörbchen? Da habe ich mir was von den Karpfenjungs abgeguckt. Damit kann man dann ein bisschen anders Fieder angeln, aber sehr erfolgreich. Jetzt wollte ich gerade euch Fisch- und Fanglesern die Montage erklären und die Futtertechnik und alles. Und mitten in unsere Vorbereitungen rein. Tja, wie es so ist. Biss. Und effektiver kann man die Methode, denke ich, nicht demonstrieren. Weiche Rute, dünne Schnur. Kämpfer. Spiegelkarpfen. Das ist auch typisch für dieses weiche Angeln mit diesen weichen Ruten. Es entwickelt sich eigentlich immer Nahkampf. Also die sind immer, die gehen gar nicht weit weg. Schließlich ist der Spiegelkarpfen bezwungen. Kein Riese zwar, aber an der Fiederrute liefert er einen tollen Drill. Markus freut sich natürlich. So, jetzt hat man gerade eine wunderschöne Unterbrechung, nämlich einen Fisch. So muss das eigentlich sein beim Angeln. Und den habe ich jetzt auch exakt gerade auf diese Montage gefangen. Ich habe vorhin schon angedeutet, ich habe da bei den Karpfenspezies ein bisschen abgeguckt. Und gerade hat man gesehen, wunderbar, es funktioniert wirklich perfekt. Was brauche ich dazu? Ich brauche diese Sicherheitshalter für das Blei, dass der Karpfen, wenn er doch mal die Schnur abreißen sollte, sich vom Blei befreien kann. Ich brauche kleine Haken, 6er oder sogar 8er Haken, weil ich teilweise dann, wenn es noch kälter wird, nur mit einem einzigen Maiskorn fische. Ich brauche ein Blei. Hier für die Strömung habe ich jetzt 50 bis 60 Gramm. Kleiner Unterschied zum Karpfenspezialisten, ich nutze dieses Blei nicht zur Selbsthakenmontage. So komme ich auch wieder zur Fiederrute. Ich sehe, wenn der Karpfen den Mais nimmt, die Spitze zupft ein-, zweimal und dann schlage ich ihn an und habe ihn sofort an der weichen Rute und an der weichen Schnur und kann somit überraschend große Karpfen auf engstem Raum, auch in so einem kleinen verwachsenen Fluss, erfolgreich drillen. Jetzt setze ich für euch diese Montage schnell zusammen. Also das ist dieser Safety Bolt Clip. Da ziehe ich den Wirbel hier rein. Schiebe diesen Gummischlauch, auch genannt Tube, darüber, nachdem ich hier das Blei angehangen habe. Sinn und Zweck dieser Montage ist es, falls der Karpfen doch mal die Schnur abreißt, kann er sich später vom Blei befreien. So, und das hier ist einfach eine klassische Haarmontage mit einer Schlaufe, diesem Knotenlosknoten und dann im Abstand einfach eine Schlaufe nochmal binden, damit ich die zwei Maiskörner da unterbringen kann. Für viele etwas ungewöhnlich, ich binde meine Vorfächer aus Monofil und zwar aus ziemlich starkem Monofil, 0,40er Fluorcarbon und ich habe damit einfach tolle Erfahrungen gemacht. Ich fange damit besser wie mit Geflechtvorfach. So, jetzt kommen wir zum Wichtigsten der ganzen Geschichte, nämlich dem Futter, weil ohne Futter kommen die Karpfen nämlich nicht zu uns. Da verwende ich jetzt seit längerem diese praktischen Beutel von Quantum. Da sind die Partikel bereits aufgekocht und fertig drin. Da gebe ich was davon hier rein. Mais, Hanf, Weizen, perfekte Mischung. Um das jetzt ein bisschen zu binden und ein bisschen Geschmack da reinzukriegen, nehme ich hier so ein Futter von Browning. Hat einen sehr intensiven Geruch. Dann werden die Partikel mit dem Grundfutter vermischt. Ein paar Handvoll Futter reichen völlig aus. Jetzt hat es alles schön diesen Geruch von diesem Futter angenommen. Sieht gar nicht so lecker aus, aber die Karpfen lieben es. Ja, und jetzt bringe ich es ins Wasser. Dabei ist aber auch wichtig zu beachten bei Strömung. Ich muss also einige Meter weiter oben das Futter einwerfen, damit es dann auch an meinem Angelplatz unten ankommt. Das werde ich jetzt tun. So, jetzt
jetzt lege ich die zweite Rute auch wieder drauf und dann gucken wir mal, ob noch einer beißt. Markus platziert die Montage wieder in dem zuvor angefütterten Bereich. Teure Rodpods sind bei dieser Angelei nicht nötig. Einfach zwei Erdspeere in den Boden gesteckt, fertig. Ob sich noch ein weiterer Karpfen überlisten lässt? So, liebe Leute, die Sonne strahlt vom Himmel, es ist Mittag um 12. Es ist warm im Oktober. Die Karpfen fressen nicht mehr. Deswegen gehen der Christian und ich jetzt was essen. Jetzt ist Mittag. Die Karpfen sind satt, die hatten heute früh richtig Hunger. Bereits am frühen Morgen sind Markus und Kameramann Christian an diesem Tag an der Altmühl. Noch liegt dichter Nebel über dem Wasser. Das Gerät ist schnell montiert und so füttert Markus zunächst ein wenig an. Gleich darauf gehen die Hartmaisköder auf Tauchstation und das Warten beginnt. Es dauert gar nicht lange, da bekommt Markus schon den ersten Biss. Super! Nach dem Anhieb holt er sicherheitshalber die andere Montage ein, damit sich der Fisch nicht darin verfängt. Die weiche Fiederrute entfaltet ihre volle Aktion, sodass der Karpfen relativ schnell ermüdet. Den Biss gesehen. Da federt die Rute kurz zwei, dreimal. Und dann musst du gleich drauf haben, weil das Blei für selbst Hakenmontage fast ein wenig leicht ist. Geklappt nach einer halben Stunde, die wir hier sind. Der erste Karpfen, ein kleiner, kugelrunder Winterkarpfen. Also wenn ich den ersten Karpfenbiss hatte, dann fütter ich immer zwei, drei Handvoll von diesen Partikeln hier nach, weil die Karpfen nie alleine unterwegs sind, die kommen immer in der Gruppe und die sind dann durch den Drill etwas beunruhigt und lassen sich dann, wenn man Futter einbringt, noch ein, zwei Handvoll dazu bringen, nur am Platz zu bleiben. Und meistens fängt man dann zwei oder drei Stück. Und das ist ganz wichtig, immer noch ein bisschen nachfüttern. Kaum hatte sich Markus für ein paar Minuten wieder auf dem Stuhl bequem gemacht, geht's schon wieder rund. Jetzt heißt es erneut, schnell die zweite Montage einkurbeln. Dieser Karpfen legt sich deutlich mehr ins Zeug. Ja, es war jetzt lustig. 10 Minuten nach dem ersten Fisch, fast auf Anzeige der zweite. Und der ist jetzt eine Nummer größer. Das ist schön mit dem leichten Gerät. Das federt alles wunderweich ab. Diese Brutalfluchten der Karpfen, die man normal kennt, auch hier im Fluss, die fallen fast völlig weg. Ein letztes Aufbäumen, dann schwinden dem kampfstarken Schuppi jedoch die Kräfte und er landet sicher im Kescher. Und jetzt haben wir hier einen wunderschönen, makellosen Schuppenkarpfen. Nach und nach schafft es die Sonne, sich einen Weg durch die dichten Nebelschwaden zu bahnen. Konzentriert beobachtet Markus die Spitzen seiner Fiederruten. Nicht nur die Karpfen wissen die Maiskörner zu schätzen. Das
So, hallo, da sind wir wieder an unserer Stelle von gestern. Es hat jetzt ungefähr 0 Grad hier an der Alpmühle, es ist also wirklich schon fast Winter. Wir haben gestern nach einem sehr schönen und guten Mittagessen uns den Fluss angeguckt, weil ich weiß, dass die Fische hier tagsüber und auch gegen Abend eher schlecht beißen. Ich wollte unter anderem auch zeigen, dass man mit diesem Gerät große Karpfen fangen kann. Und ich habe so die Hoffnung und das Gefühl, dass wir da heute vielleicht noch einen größeren fangen. Und dann konnte ich den Christian überreden, dass wir uns jetzt hier nochmal hersetzen. Schauen wir mal. Nach dem Anfüttern bereitet Markus die Montagen vor. Eine Ködernadel erleichtert das Auffädeln der Hartmaiskörner ungemein. 2 Stück kommen aufs Haar. Jetzt noch mit einem Stopper sichern. Fertig. Keine Sekunde lässt Markus die roten Spitzen aus den Augen. Also jetzt sitzen wir hier seit einer Stunde und jetzt habe ich die ersten Schnurschwimmer registriert. Es sind sehr langsame Schnurschwimmer und ich gehe davon aus, dass jetzt große Karpfen am Platz sind. Also jetzt sieht es gut aus, dass wir vielleicht noch einen schönen kriegen. So, jetzt ist es 10. Vor einer guten Dreiviertelstunde hatte ich einen Biss und habe den leider vergeigt. Sind immer noch Fische unten. Jetzt gehen wir noch Stündchen. Mal schauen, ob wir noch einen kriegen. So, jetzt ist es 12 Uhr. Jetzt hören wir auf. Ich hatte noch einen schönen Biss, aber der war so schnell konnte ich gar nicht reagieren. Jetzt schlägt das Wetter hier auch um. Also jetzt brechen wir ab. Ich hätte euch noch gern gezeigt, dass man mit dieser Methode und auch mit diesem Angelgerät auch große Fische fangen kann, also gut über 20 Pfund auch hier. Aber hat nicht sein sollen und jeder, der angelt, weiß, es funktioniert meist nicht so, wie man sich's vorstellt. Noch kurz zu den Stellen im Fluss, also jetzt im Herbst und im Winter auch hervorragend die tiefen Außenkurven. Im Frühjahr eher in den Flachbereichen, aber das wissen viele Karpfenangler schon. Auch in den Seen funktioniert es hervorragend, also nicht nur in so kleinen Flüssen. Ich rate euch einfach mal, probiert es aus. Ihr habt gesehen, man kann damit erfolgreich angeln und kann auch schöne Fische fangen. Und wenn ihr es ausprobiert, dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Petri Hein. Tschüss.